Ja, das war eigentlich gar nicht so eine klare Sache. Ich habe mir überlegt, lange, was soll ich denn studieren? Und eigentlich habe ich mir gedacht, Diplomatin, das könnte ich mir vorstellen, dass ich Diplomatin werde. Und dann hat man mir gesagt, ja, Jus studieren wäre eine gute Idee. Jetzt hatte ich da eine eher nebulöse Vorstellung davon, was das denn ist, Jus studieren, weil ich hatte in meinem gesamten Umfeld niemanden, der das gemacht hat. Und mir gedacht, naja, okay, probieren wir das. Und Gott sei Dank hat sich dann relativ schnell herausgestellt, ja, das ist es genau und das macht mir Spaß und das werde ich weiter studieren. Also ich bin am Zentrum für Europäisches Privatrecht tätig, mache also Privatrecht und da geht es immer um einen Ausgleich von Interessen zwischen gleichberechtigten Beteiligten. Und was macht man, wenn man jetzt ein juristisches Problem hier lösen will? Dann muss man schauen, welche Wertungen gibt es, welche gesetzgeberischen Wertungen sind zu berücksichtigen, welche Interessen sind beteiligt und das muss man alles möglichst umfassend einbeziehen. Und was ich so spannend finde am rechtswissenschaftlichen Arbeiten, es gibt keine absoluten Wahrheiten. Man muss bei jedem Fall aufs Neue sich überlegen, wie kann ich zu einer Lösung kommen, die die Interessen möglichst umfassend berücksichtigt und die entsprechenden gesetzgeberischen Wertungen hier verwirklicht. Das Spannende dabei ist, dass man immer wieder neu anfangen muss, die Lösung zu suchen. Es ist nicht sinnvoll, einfach zu schauen, was gibt es schon, was sind die bestehenden Lösungen, sondern man muss das immer wieder aufs Neue hinterfragen und so zu besseren Lösungen kommen. Und das ist das, was mir großen Spaß macht an der Rechtswissenschaft, könnte man sagen, mein Zugang. Erweitern würde ich das dadurch, dass ich glaube, ein Perspektivenwechsel hilft sehr, wenn man eben alles neu hinterfragt und zu optimalen Lösungen kommen will. Und diesen Perspektivenwechsel, den kann man erreichen, indem man sich mit anderen Rechtsordnungen beschäftigt. Es ist ja so, dass andere Rechtsordnungen ganz vergleichbare Probleme zu lösen haben und trotzdem manchmal zu gleichen, ähnlichen, manchmal aber auch zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Und wenn man diesen Perspektivenwechsel macht und sich überlegt, wie kommen die zu einer Lösung und was kann ich von den anderen Rechtsordnungen für meine eigene Rechtsordnung mitnehmen, dann führt das dazu, dass man manchmal die Sachen ganz anders sieht und dann wirklich zu deutlich besseren Lösungen kommen kann. Und auch das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Also ich würde da gleich zwei Punkte nennen. Einerseits, Sie haben es angesprochen, die Atmosphäre. Ich finde, es ist hier eine angenehme Größe. Also es ist kein Massenbetrieb, aber es ist auch nicht ganz klein. Das heißt, man hat viele verschiedene Blickwinkel, Positionen, weil doch einige verschiedene Menschen beteiligt sind. Aber es ist so, dass es doch persönlich noch bleibt. Man kennt trotzdem noch die Akteurinnen und Akteure und auch die Studierenden. Und das finde ich sehr sympathisch, das zeichnet die Fakultät aus. Und das Zweite, was ich sehr, sehr positiv finde, ist, dass an der Fakultät auch eine Bereitschaft besteht, eben den Blick etwas nach außen zu richten und eine internationale Perspektive einzunehmen, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und das zeigt sich auch daran, dass die Universität Graz gemeinsam mit der Akademie der Wissenschaften ein rechtsvergleichendes Forschungszentrum betreibt, nämlich das Institut für Europäisches Schadenersatzrecht, wo ich auch mich mit meiner Forschung beteilige. Und ich denke, das ist etwas, wovon nicht nur die Forschung an der REWE Graz, sondern auch die Studierenden profitieren können.